Hallo Camping- und Autofreunde. Und weiter geht's mit der Videoserie Pimp My Moody. Jo, Pimp My Moody. So sieht's aus. In dieser Folge geht es um die Dämmung. Seht ihr schon im Hintergrund. Armaflex kennt wohl jeder von euch. Alles selbst bezahlt, also keine Werbung. Höchstens unbezahlte Schleichwerbung. So, wir gehen jetzt mal hier rein in das gute Stück. Ich will gar nicht so viel erzählen, aber ein bisschen was muss ich schon erzählen, damit ihr wisst, warum ich das mache. Also grundsätzlich ist das ja jetzt hier so eine glatte Oberfläche, die GFK-Beschichtung, und die ist sehr anfällig vor Feuchtigkeit, immer wenn es draußen ein bisschen kälter ist. Also da reichen schon 15 Grad oder weniger, dann habe ich hier drin das nass. Ja, und das ist halt nicht so optimal, deswegen will ich hier alles mit Dämmung versehen, und damit es schön aussieht, kommt dann am Ende Filz drüber. Das Armaflex 9 mm in der Stärke, selbstklebend, ich habe keine Ahnung, wie sich das verlegen lässt, mache ich zum ersten Mal. Auf jeden Fall war ich mir klar, hier hinten wird es ein bisschen schwierig, und deswegen die Entscheidung, das Regal kommt erstmal raus und der Tisch dann auch. Ich werde es dann am Ende, wenn es fertig ist, gar nicht mehr reinbauen. Es gibt zwei Gründe. Und zwar der erste Grund ist, ich weiß gar nicht, ob es dann noch richtig reinpasst, wenn ich dann hier die Dämmung davor gemacht habe und so. Das wird vielleicht gerade mit dem Tisch alles ein bisschen schwierig, weil der ist ja jetzt von der Länge genau angepasst, dass das hier rechts und links befestigt werden kann. Und dann habe ich ja 2 cm weniger. Ja, deswegen wird das schwierig. Und zweitens, ich habe mir überlegt, ich baue mir hier was selber. Und zwar auf die Seite kommt was hin, inklusive ausklappbaren Tisch, damit ich den Tisch auch, ja, während ich hier so sitze, nutzen kann, weil der hier hinten ist zwar gut und schön, monströs auf jeden Fall und auch durchdacht. Aber irgendwie nutze ich den gar nicht so von der großen Fläche. Mir würde das reichen, wenn hier vorne so ein kleinerer ist zum Aufklappen, paar Staufächer hier hin, und auf dieser Seite, also direkt neben dem Eingang, will ich auch noch sowas wie ein Staufach hinbauen. Mal schauen, das wird wahrscheinlich der Teil 3 von der Reihe Pimp My Moody. Gut, genug geschnackt, also ich fange jetzt mal an. Das ist hier reingeklebt, hier sind so Punkte und hier hinten auch, was ich wahrscheinlich mit dem Cuttermesser einfach so rausschneiden kann. Und dann sollte das Regal schon entnehmbar sein. Der Tisch ist mittels 3 Schrauben jeweils da unten und da befestigt an der Seite. Da kann ich gleich das Cuttermesser nehmen, was bei diesem Set dabei war. Ups, das Messer bricht nicht weg. Ups. Damit soll es besser gehen. Oh ja, wesentlich besser. Hier kann man ja richtig drücken. Ohne dass die Klinge gleich wegbricht. Ich glaube, ich habe alle Schrauben raus. Also das hängt alles miteinander zusammen irgendwie, habe ich festgestellt. Hier waren noch 2 Schrauben in der Ecke versteckt. Die habe ich fast nicht gesehen. Das hier müsste man einfach raushebeln ein bisschen. So, Klebereste entfernt. Hier habe ich schon mal dran gezogen. Das lässt sich auch leicht abziehen. Das mit dem Filmen hier drinnen während der Arbeit ist gar nicht so einfach. Ich habe jetzt 1,5 Stunden gebraucht, nur um das Zeug rauszureißen, rauszubauen. Und ihr glaubt es kaum, am längsten habe ich gebraucht, um die Klettdinger hier abzukriegen, wo die Vorhänge immer davor geklettet waren. Also das Zeug, das klebt echt gut. Ich habe das jetzt erstmal hingeklebt. Das ist abgefallen beim Abziehen, muss ich wieder dran kleben. Und hier geht ja auch das Zuleitungskabel dran, vermute ich mal. Das geht ja durch den Boden raus, vorne an die Deichsel. Das werde ich hier wieder abklemmen, denn ich möchte meine Zuleitung von innen haben. Der Frank musste das nach außen legen, weil das rechtlich nicht anders machbar ist, wenn man das gewerblich macht. So Leute, jetzt habt ihr verpasst, wie ich zugeschnitten habe. Ich habe nämlich vergessen, auf Rekord zu drücken. Aber so viel habt ihr auch nicht verpasst. Also das Zuschneiden, ich habe es jetzt einfach mal abgeschnitten und muss sagen, es ist gar nicht mal so schwer. Also das ist richtig leicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Styropor ist auch nicht viel schwerer oder leichter. Naja, das ist auf jeden Fall jetzt hier 1 cm dick fast, glaube ich. Und ich probiere das jetzt einfach mal da reinzukleben. Ich habe keine Ahnung, wie ich vorgehen soll. Es reicht gerade so. Oben könnte es 1 cm länger sein. Aber ich will mal nicht meckern. Notfalls klebe ich da halt noch einen Streifen rein. So, ich schneide es jetzt erstmal zurecht und dann klebe ich es fest. Also hier am Rand zumindest. Mal sehen, wie das geht.
ist halt ziemlich eng hier drinnen. Also ich habe hier hinten einen Zentimeter zu kurz geschnitten, aber da klebe ich notfalls noch einen Streifen dazu. So Leute, ich mache jetzt die Kamera aus. Tut mir leid. Es ist ein bisschen anstrengend, wenn man jetzt hier hin herkriegt, die Kamera mal umstellen muss, gleichzeitig die Dämmung festhält. Ihr versteht mich bestimmt, aber ihr werdet dann auf jeden Fall sehen, wenn es reingeklebt ist, wie es aussieht. Naja, ob das jetzt die beste Methode ist, weiß ich nicht. Aber mir fällt keine andere ein. Ich könnte es zwar auch außen zuschneiden, wie ich das bei der Folie gemacht habe. Da geht es vielleicht ein bisschen besser, aber das Problem ist, ich sehe hier die Kante von dem Fenster nicht und ich kann die auch nicht richtig erfüllen. Ich habe das jetzt hier mal grob freigeschnitten und dann muss ich jetzt Schritt für Schritt einfach mal mit dem Cuttermesser ringsherum fahren. Ja, ich hoffe, mir gelingt's. Also es hat funktioniert, aber ich will ja das Filz dann hier noch drüber machen und deswegen habe ich mir überlegt, werde ich jetzt noch mal 1,5-2 cm weiter oben erneut lang schneiden, damit das Filz dann hier über die Kante drüber geht und dann noch eine gewisse Klebefläche an der Karosserie hat und das Ganze so ein bisschen eingepackt ist. Na, wenn man das festklebt, ich habe das ja oben schon festgeklebt, man kann es gar nicht mehr abziehen, ohne es kaputt zu machen. Das muss ich vorher machen und danach klebe ich es richtig fest. Ja, die erste Wand ist geschafft, also richtig Spaß macht es nicht, aber es hat funktioniert und das klebt wie Bolle, also das ist richtig krass, man kriegt das nicht mehr ab, wenn es einmal dran geklebt ist. Ich hoffe jetzt, die Kante reicht. Ich will sie auch nicht zu dolle wegschneiden, da habe ich ja gar keine Dämmung mehr dran. Aber hier unten, das ist schon ordentlich alles. Ja. Also Plan ist, habe ich ja gerade gesagt, dass das Filz dann hier so überlappt bis hierher und dann dementsprechend hier noch mit der Wand verklebt ist. Ja, genau. So, jetzt mache ich die Seite, also hier das Dach, in der Hoffnung, dass das Armaflex dann reicht, weil hier drüben brauche ich ja nicht so viel. Da kann ich dann notfalls die Sachen nehmen, die ich hier als Verschnitte habe und das so ein bisschen zusammenstückeln. Ich habe keine Lust, nochmal Geld dafür auszugeben. Kostet ja alles eine Menge Geld und so dicker habe ich es gerade nicht. Also ich habe jetzt gedacht, ich mache einmal hier eine Längsbahn komplett drüber. Das funktioniert nicht. Man kommt ja hier nicht drunter und da sieht man ja gar nicht, wo man hinklebt. Ich werde das jetzt doch von links nach rechts oder umgedreht rüber kleben, also immer zusammenstückeln dann. Ja, anders geht das nicht. Aber falls ihr das mal nachmachen wollt, ich glaube, von da nach da zu kleben ist besser. Oh, also es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, geht leichter als gedacht. Das Gegenteil ist der Fall. Und egal wie ich es wende und drehe, ich habe nicht genug Armaflex. Jetzt fehlt noch die Tür und hier das Stück. Ja, da muss ich nochmal nachbestellen. So, der Rest sieht so aus. Also ich habe jetzt mehrere Stückelungen machen müssen. Das kann man nicht aus einer, also ein Stück hier dran kleben. Das funktioniert einfach nicht, weil das klebt auch so stark an diesen GFK. Das kann man nicht korrigieren, wenn das einmal klebt, klebt es. Ne? Ja, ich bin mal gespannt, ob man nachher diese Stückelungen noch sieht, wenn dann das Filz drüber kommt. Ah, und selbst wenn, ich glaube, das interessiert keinen. Ja, hier sieht es so aus. Ich habe jetzt hier überall den Rand gelassen, damit das Filz hier so schön überlappen kann. Ah, hier hinten habe ich auch zusammengestückelt mit Resten. Hier die ganzen Aussparungen. Eine Sackarbeit, sage ich euch. Nach 8:30, ich habe irgendwann nach Mittagessen angefangen. Zwischendurch mal noch Kaffee getrunken und Abendbrot gegessen. Aber es nimmt viel Zeit in Anspruch, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich kriege das heute komplett fertig, inklusive Filz. Dann muss ich jetzt erstmal nachbestellen. Dann ruht die Baustelle, solange bis das Armaflex da ist. Oder ich mache dann schon mal das Filz hier auf der Seite und oben dran. Das könnte ich ja schon mal tun. Und die letzte Wand dann halt zum Schluss. 2 Tage sind schon wieder verstrichen. Und ich habe das Material jetzt noch nicht bekommen, aber habe mich dazu entschieden, jetzt mal das Filz reinzukleben an den Stellen, wo auch schon das Armaflex reingeklebt ist. Ja, und da habe ich hier schon mal eine Probeklebung gemacht. Einfach mal, um zu sehen, ob sich überhaupt dieser Sprühkleber, den habe ich hier bei eBay bestellt, verlinke ich in der Videobeschreibung, sich mit diesem Armaflex verträgt. Und hier sieht man das. Also da ist nichts passiert. Ist jetzt schon ein Tag drauf, klebt immer noch ziemlich gut. Also die Klebewirkung lässt scheinbar gar nicht nach. Trotz Trockenzeit. Ja, und das Filz, ihr seht selbst, also man kann es unter Kraftaufwand abziehen, aber man zieht teilweise das Armaflex hinterher. Ja, es ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich vermute mal, dass das definitiv ausreicht, um eine dauerhafte Klebeverbindung herzustellen. Schaut euch das an. Also hier keine Chance. Also man kriegt es ab, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, dass man das da drinnen gewalttätig abzieht. So Leute, ich werde das jetzt nicht filmen. Warum nicht? Ich will meine Kamera nicht einsauen. Ich setze jetzt einen Atemschutz auf, werde das drinnen ordentlich auftragen und dann versuche ich,
da einfach da drinnen mal das Filz dran zu kleben. Ich befürchte, das geht wieder komplizierter, als ich mir das in der Theorie vorstelle. Ich werde die Ränder ordentlich überstehen lassen, dass ich es dann später noch wegschneiden kann. Wenn ich das zu knapp mache, dann habe ich nicht so viel Spielraum, falls ich nicht gerade klebe oder so. Das kann man halt schlecht dann nochmal korrigieren. Ach, eins habe ich fast vergessen. Ich wollte euch noch zeigen, dass ich natürlich die Scheiben abgeklebt habe. Das Filz soll ja direkt bis zum Scheibengummi reichen. Deswegen hier dieser Rand, damit es dann sich schön verbindet. Ich hoffe, das klebt dann auch. Wem das interessiert, wie ich so einen Filz verklebe, es gibt auf meinem Hauptkanal ein Video im Kinderzimmer oben, habe ich das an die Wand geklebt, und zwar im Bereich des Bettes, was ich auch selber gebaut habe. Also wenn ihr es unbedingt sehen wollt, wie man sowas reinklebt, dann guckt euch das Video an. Aber im Prinzip muss man da nichts wissen. Einfach draufsprühen. Kurz warten, bis es ablüftet, also klebrig wird, und dann einfach vorsichtig dran kleben. Bin ich froh, dass ich jetzt gleich fertig bin. Die Tür ist jetzt das Letzte, alles andere ist fertig. Ja, Filz hat gerade so gereicht. Das ist hier der letzte Lappen, den ich noch übrig habe. Ich habe erst überlegt, ob ich hier das bis um den Rand drum klebe, aber da würde das nicht reichen. Und deswegen hat sich die Frage erübrigt. Habe ich von innen dann so einen weißen Rand, aber das ist nicht weiter schlimm. Ich habe das vorher angeschliffen, weil das eine ziemlich glatte Oberfläche war. Ja, ich lasse das jetzt immer ein bisschen antrocknen, ungefähr 3, 4, 5 Minuten. Ich mache da mal so eine Klebeprobe. Wenn das keine Fäden mehr zieht, dann ist das optimal. Und dann wird das Ganze einfach hier drauf geklebt. Am wichtigsten sind natürlich die Randbereiche, dass das schön eingesprüht ist. Hier sieht es aus wie auf dem Schlachtfeld. Und da habe ich schon das meiste hier hintergeschoben. Muss ich da mal aufräumen. So, perfekt. Ja, hier ist übrigens kein armer Flex dran, weil die Tür ist ja deutlich dicker als der Rest. Und da habe ich mich jetzt dafür entschieden, dass ich nur das Filz drauf klebe. So, ich hoffe, ich kriege das jetzt hier hin. Vorführeffekt. Ist halt doof, wenn das immer so rumklappt, dann klebt das immer gleich fest. Ich habe das hier schon ausgeschnitten an dem Bereich des Griffes. Da werde ich jetzt mal anfangen und dann in zwei Richtungen weiterkleben. So. So. Das soll ja jetzt hier ein Kinderspiel sein. Das andere Trenner, das war alles andere als ein Kinderspiel. Habe ich ganz schön geflucht teilweise. Aber ich bin mit dem Gesamtergebnis schon ziemlich zufrieden. So, jetzt einfach mal hier schön rüber streichen, so und so. Ah, reicht gerade so. Glück gehabt. Das ist übrigens Bespannfilz. Wo habe ich denn das gekauft? Bei eBay? Bei Amazon weiß ich jetzt gar nicht mehr so richtig. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung, wenn ich es wiederfinde. Das lässt sich halt so ein bisschen ziehen. Und wenn man jetzt hier so wie das hier hochstehende Dinger hat, dann kann man das schön drüber spannen. Und dann muss man es halt nur noch ausschneiden. Ich glaube, hier muss ich mal die Klinge wechseln. Das muss immer richtig scharf sein. Es geht total schnell stumpf. So, und jetzt kann ich hier einfach bündig hier umschneiden. Wie gesagt, wenn das stumpf ist, geht das nicht. Hier oben muss ich noch ein bisschen rausschneiden. Also im Großen und Ganzen sieht es gut aus. Was ich immer mein Zeug suchen muss. Schere, Kapper, Messer. Ah, das ist schön mit mir. Ich räume jetzt noch hier ein bisschen auf, dass es drin ein bisschen schöner aussieht. Ist nämlich auch ganz schön chaotisch. Und dann sehen wir uns drin wieder und ihr könnt dann das Endergebnis begutachten. So, na, da schauen wir mal. Also, es gibt ein paar kleine Stellen,
Da bin ich nicht ganz hundertprozentig zufrieden, aber ich sage euch, das ist hier ein Mehrwert. Das macht das Ganze viel wohnlicher. Sieht auch viel, viel, viel besser aus als diese GFK-Geschichte. Vorher war ja das hier unten auch mit Filz verkleidet im unteren Bereich, aber jetzt halt alles und das Ganze ist jetzt schön gedämmt. Also man merkt das auch, wenn man hier dagegen drückt. Ja, jetzt zeige ich euch gleich mal die Schwachstellen. Also grundsätzlich hatte ich hier das Problem, dass das hier oben noch so zu sehen war. Da habe ich jetzt einfach einen Streifen reingeklebt. Selbst wenn ich da mit der Lampe hingehe, das fällt gar nicht mehr auf, dass das jetzt noch zusätzlich verklebt ist. Ja, und da oben kann man sehen, da gibt es so zwei Falten da und da. Die gehen nicht raus. Das ist halt schwierig, hier mit den großen Fenstern und diesen Unebenheiten zu spannen. Ich sage euch, ich habe es ja so gemacht, dass ich hier oben angefangen habe, das reinzukleben. Und dann habe ich es so nach unten versucht zu spannen. Aber besser wäre gewesen, wenn ich es wahrscheinlich hier rechts zuerst angeklebt hätte und dann so schräg hoch und schräg runter gespannt hätte nach hinten hin. Dann wäre das hier oben mit diesen Falten wahrscheinlich nicht passiert. Ja, ansonsten, das Dach ging richtig einfach. Also hier, das habe ich hier unten angefangen ranzukleben, da an der Kante. Und dann habe ich es einfach hier hochgeklebt. Da die nur 2 Meter lang ist, hat es nur bis hierher gereicht. Da sieht man jetzt auch die Kante. Warum das jetzt so ein bisschen unterschiedlich farbig aussieht, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall aufgepasst, dass ich dieselbe Seite nehme. Aber fällt kaum auf. Also die Kante habe ich richtig Stoß an Stoß geklebt. Auch hier oben richtig sauber ausgeschnitten mit dem Skalpell. Ja, und dann in die Richtung sieht es auch gut aus. Das hier hinten ist sowieso egal, so ziemlich. Hier fehlen noch die Abdeckungen, die mache ich dann noch dran. Weil hier kommt noch eine Verkleidung hin. Das ist dann Thema des nächsten Videos, Teil 3, Pimp My Moody. So, und auf der Seite, ich hoffe, ihr könnt das alles ein bisschen wahrnehmen. Sieht so aus, also alles gut, keine Falten. Auch hier oben die Übergänge und so in den Bereichen habe ich gut hingekriegt. Ja, ich bin soweit zufrieden. Das Fenster bleibt ja frei, habe ich gesagt. Gut, also, ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt so findet im Vergleich zu vorher. Also ich finde es richtig gut. Ich freue mich schon, wenn ich das erste Mal draußen schlafe und vor allem kein Kondenswasser mehr habe. Außer an den Scheiben. Da habe ich mir überlegt, werde ich noch mit Styrodur diese Form nachschneiden, auch mit Filz bekleben und dann mit diesen Klettverschlüssen, die ja original dran waren, oder ähnliches, werde ich das dann am Fenster fixieren und dann ist das auch komplett gedämmt. Ja, mit der Scheibe wahrscheinlich dann genauso, vorausgesetzt es funktioniert, weil die ja so leicht gewölbt ist. Aber ich denke schon. Ach, ich weiß ja noch gar nicht, wie es aussieht, wenn die Tür zu ist. Da habe ich ja jetzt den weißen Rand, habe ich gesagt, oder? Tür rum. Ja, das ist egal. Also ist es auf jeden Fall schön, dass es jetzt auch blau ist. Ich hatte erst überlegt, ob ich es komplett weiß lasse. Aber ich finde das richtig gemütlich. Also das macht jetzt so einen wohnlichen Eindruck. Das da hinten bleibt weg, was da ursprünglich dran war. Anstelle dessen, das muss ich noch kaufen, will ich hier in diesem Bereich ein großes Gepäcknetz dran machen. Ähnlich wie das, was an der Tür dran war. Das habe ich ja gerade demontiert. Dann habe ich hier oben die Möglichkeit, Sachen reinzustecken, die dann auch während der Fahrt nicht rausfallen. Das war nämlich immer das Problem mit denen da hinten. Und der Tisch, der hat mich halt immer ein bisschen gestört, weil die Beinfreiheit da etwas eingeschränkt war. So, und deswegen will ich das hier hinten freilassen. Und hier kommt dann das Regal hin und an der Stelle mache ich dann einen hochklappbaren Tisch, direkt so am Regal befestigt und dann, ja, reicht mir das. Kann ich dann hier auch einen Kocher draufstellen, direkt ans Fenster. Ach so, eins habe ich noch vergessen. Im Teil 3 seht ihr nicht nur die Möbelstücke, die ich hier baue, die werden übrigens auch mit Filz beklebt. Muss ich noch nachbestellen, weil das Filz ist tatsächlich jetzt ausgegangen, hat gerade so gereicht. Sondern ich werde auch draußen die Deichsel erneuern. Da gibt es dann eine Edelstahldeichsel, das ist nicht so sehr erklärungsbedürftig, einfach nur deswegen, weil die jetzt dran ist, ist halt doch nicht so optimal auf Dauer. Die könnte auch irgendwann mal brechen. Ist halt ziemlich lang. Die hat damals der Frank bei den Prototypen selber gebaut. Später hat er dann diese Edelstahldeichsel. Die sind deutlich kürzer und viel stabiler, unverwüstlich, also an den Modis verbaut. Und ja, so eine habe ich auch schon da. Müssen nur noch die Verbindungsstücke angepasst werden. Da muss so eine Hülse gefräst werden. Das macht mir alles der Frank. Aber ich zeige euch dann, wenn ich die anbaue, wie das Ganze aussieht. Ja, lasst euch überraschen. Ich bin ja selber überrascht, wie es dann aussieht. Ich weiß es noch nicht. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall cool hier drin. Danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Jörg.